Wir zeigen euch, wie man schüttergewebte Stoffe schön verarbeitet, weil bei schütteren Stoffen ist es manchmal das Problem, dass die Naht schnell ausreißt, da sie halt sehr fransen und sehr locker gewebt sind. Und da gibt es einige Tricks, die wir euch heute verraten werden. Die erste Maßnahme, die man machen kann, ist, dass man sich, bevor man die beiden Stoffe zusammennäht, einen Bügeleinlagestreifen dort aufbügelt, wo man danach näht. So ist die Stelle verstärkt. Also wir drehen uns die beiden Stoffe auf die linke Seite, nehmen unseren Bügeleinlagestreifen, den gibt es auch schon fertig zu kaufen, oder man schneidet sich den selber zu, oder was man auch machen kann, ist statt Bügeleinlage einfach einen Futterstreifen mitführen. Also wenn wir jetzt hier dann bei einem Zentimeter nähen, bügeln wir hier unsere Bügeleinlage auf. Das mit der Bügeleinlage macht man auf beiden Schnittteilen, die danach zusammengenäht werden. Wenn wir jetzt die Bügeleinlagestreifen aufgebügelt haben, legen wir die beiden Schnittteile rechts auf rechts aufeinander und nähen sie zusammen auf dem Bügeleinlagestreifen. Und wenn wir das jetzt genäht haben, müssen wir die Nahtzugaben auseinander bügeln. Wir zeigen jetzt noch eine schöne Innenverarbeitung der Nahtzugaben, damit die nicht weiter ausfransen. Und zwar kann man das mit einem Schrägband einfassen. Man kann das Schrägband fertig zugeschnitten kaufen. Das gibt es in glänzend, wie es hier ist, oder auch in matt. Oder man macht sich das Schrägband selbst. Das wird dann im Bruch gelegt und um die Nahtzugabe gelegt. Festgesteckt und danach gesteppt. Beim Feststecken kann man auch immer gleich mit der Nadel kontrollieren, ob man die Rückseite auch erwischt hat. Weil manchmal passiert es sonst, dass man dann beim Nähen nur eine Seite näht. Die beiden Nahtzugaben werden einzeln mit Schrägband eingefasst, also nicht zusammen. Und fertig ist unsere schön versauberte Naht.